Ich hab jetzt aktuell gerade eine Ausstellung laufen, die handelt so über die Street Gangs in den 80ern, 90ern hier in Frankfurt am Main. Und es hat so die Stadt dominiert wie, keine Ahnung, also das war genauso wichtig wie die Bürgermeisterin damals. Und das war alles auch ein Joke und viele Leute sind durch diese Geschichte auch draufgegangen. Ah, ich selber war nie in der Gang, so wirklich. Ich war Sympathisant, ich bin Bornheimer. Ich habe mich angefangen mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen und die ist alles außer schön. Gewalt war halt zum Beispiel bei mir im Leben jetzt nichts Unnormales. Ja, mein Bruder wurde 1996, Ende 96 in der Schlägerei abgestochen und ist dann gestorben. Das hat mein Leben geändert. Ich habe das erste Mal auch den Tod von meinem Bruder durch diese Ausstellung überhaupt bearbeitet. Ich habe es einfach auch weggedrängt, ja. Ich habe mich in irgendwelche Sachen reingestürzt, Hauptsache nicht an die Vergangenheit denken. Und vor 20 Jahren und noch davor war genau das Frankfurt und nichts anderes. Und ansonsten mache ich eigentlich Musik. In der Basis Frankfurt haben wir unser kleines Musikstudio und hier machen wir dann unsere Musik. Wir produzieren gerade richtig, also wir sitzen hier stundenlang und bauen gerade neue Tracks. Musik sind für mich einfach nur Gefühle. Das sind Momente, das ist mein Alltag, den ich hier dann so ein bisschen rauslasse. Ich liebe Geräusche. Mittlerweile nehme ich jeden Geräusch wahr und will sie samplen. Da kann auch so ein Rattern von einer blöden Plastikflasche. Auf einmal ist es so, boah, so allmächtig. So. Und dann sitze ich hier und erzähle meinem Kollegen so, jetzt nimm das auf, du musst es aufnehmen, ja, obwohl es voll banal ist, ja, und er erstmal so, oh ja, aber dann nehmen wir das auf und dann ist es krass cool in dem Track. Ich hole meine Energie von der Straße, mich flashen alle Menschen, mich flashen Penner, mich flashen Junkies, mich flashen alles, also mich flasht jeder Mensch da draußen und das inspiriert mich meistens. Das Allerwichtigste ist, dass man sich selber nicht zu ernst nehmen darf. Wenn man sich selber, egal in welchem Prozess, zu wichtig nimmt, kommt nur Scheiße bei raus. Wo ich hin will? Wo will ich hin? Ich bin doch schon da. Warum muss ich mich definieren, wo die Reise hingeht? Die Reise ist, es gibt kein Ziel. Die Reise findet statt. Ich meine, ich weiß einfach, wie schnell das vorbeigehen kann, ja? Und ich habe es einfach am eigenen Leib erlebt und keine Ahnung, für mich ist jeder Tag ein besonderer Tag. Und wenn natürlich Scheiße passiert, ah ja, dann passiert's ab. Das passiert aber jedem Menschen, weißt du, warum muss ich mich da so ernst nehmen?